Es ist Ende Januar und unter einem strahlend blauen Himmel will ich heute einmal die Gegend bei Geisleden erkunden. Am Ortsrand beginne ich meinen Weg den Berg hinauf in Richtung Antoniuskapelle, gehe dann den Kreuzweg wieder hinunter und an dem Flüsschen Geislede entlang in Richtung Heiligenstadt. Am Pferdebachtal entlang geht es dann einen Waldweg wieder hinauf und anschließend zurück bis nach Geisleden. Der Schnee ist wieder fast vollständig geschmolzen und die Sonne hat ihre wärmenden Strahlen zurückgelassen und ich beginne am ruhigen Ortsrand meinen Spaziergang. Auf einem auffälligen Schild wird leidenschaftlich für den landwirtschaftlichen Beruf des Bauern geworben. Mein Spaziergang geht hier am ruhigen Ortsrand weiter und führt mich erst einmal in Richtung der Antoniuskapelle. Die winterliche Landschaft zeigt sich ja heute von ihrer sanften Seite und ebnet mir den Weg nun auch schon fast in eine erfrischende Frühlingsatmosphäre. Hier an der Bank bin ich aber noch nicht rechts abgebogen in Richtung der Antoniuskapelle, sondern gehe erst einmal ein Stück geradeaus weiter am Ortsrand entlang. Während mein Blick über Geisleden schweift, öffnet sich eine beeindruckende Aussicht bis nach Heiligenstadt. Während meines Spaziergangs hier durch die Landschaft sehe ich immer wieder durch die kahlen Äste hindurch und erhasche dabei immer wieder Blicke auf das malerische Geisleden. Nun biegt mein Weg langsam rechts ab und vor mir erheben sich die waldfreien Höhen des Eichsfeldes. Die Landschaft öffnet sich, während ich mich dem markanten Profil der Höhen entgegenbewege. Ein eindrucksvoller Anblick, der die Weite und Schönheit dieser Region verdeutlicht und meinen Weg durch die Natur des Eichsfeldes begleitet. Auf der anderen Seite sehe ich die majestätischen Windräder, die das harmonische Zusammenspiel von Natur und Technologie belegen sollen. Hier auf der Höhe empfängt mich heute auch ein frischer Wind und einige hartnäckige Schneereste zieren noch die Landschaft und zeugen von den vergangenen stärkeren Schneefällen. Nun hat sich ja die Sonne durchgesetzt und mit einem fröhlichen Lächeln im Gesicht winke ich spontan einmal in die Kamera. Es ist ein Moment der Freude und Leichtigkeit, eingefangen in der wunderbaren Kulisse der Höhen des Eichsfeldes. Auf dem Weg vor mir taucht nun die kleine Antoniuskapelle auf. Die Kapelle hier ist eingebettet in die Natur und strahlt Ruhe und Besinnlichkeit aus. Ein malerisches Highlight auf meinem Weg, das die Atmosphäre mit einer gewissen Erhabenheit bereichert. Wanderfreunde mit einem Faible für Wegestempel finden hier die Gelegenheit, einen weiteren Eintrag in ihr Wanderbuch zu machen. Auch Hinweistafeln stehen hier, die das Gebiet erklären und darauf hinweisen, dass wir uns fast am Mittelpunkt Deutschlands befinden. Es ist ein spannender Moment, der die Wanderung mit Wissenwerten bereichert und das Bewusstsein für die eigene Position im Herzen Deutschlands schärft. Heute wollte ich aber nicht den Mittelpunkt Deutschlands erreichen und folgte nun einem Kreuzweg, der mich zurück in Richtung Geisleden führt. Die einzelnen Stationen auf diesem schönen Kreuzweg erzählen stumm ihre Geschichten und ich verweile kurz an jedem Punkt, um die Symbolik zu erfassen. Der Rückweg nach Geisleden wird so zu einer meditativen Reise,
begleitet von den stillen Zeugen entlang des Weges. An einem idyllischen Rastplatz mache ich eine kurze Pause, lasse meinen Blick in den tiefblauen Himmel schweifen und genieße die himmlische Stille. Es ist ein einfacher Augenblick der Entspannung, der die Schönheit des Moments unterstreicht und die Sinne mit der stillen Pracht der Umgebung in Einklang bringt. Auf einem markanten Stein lese ich die Inschrift, die darauf hinweist, dass es früher Strafen gab für diejenigen, die diesen Weg nicht mit der gebotenen Würde betraten. Hier erreiche ich wieder einen befestigten Weg und es ist nicht mehr allzu weit bis hinunter zum Dorfrand von Geisleben. Der Übergang von der Natur auf die vertrauten Wege des Dorfes markiert hier nun erst einmal so langsam den ersten Teil meines Spazierganges. Beim Auto angekommen fahre ich ein Stück in Richtung Dorf und hier setze ich nun meinen Spaziergang in Richtung Heiligenstadt an diesem Tage als zweiten Teil weiter fort. Der Weg ist als Radweg ausgewiesen und ich komme nun am Ortsausgang von Geisleden erst einmal am Flüsschen Geislede an. Aus allen Richtungen plätschert hier das Wasser der Geislede, vereint sich harmonisch und fließt dann Richtung der Leine bei Heiligenstadt. Dem Weg in Richtung Mainzer Brücke und Neuenbrunnen folgend erlebe ich die Weite unter dem strahlend blauen Himmel. Auch hier gibt es wieder Hinweistafeln, die auf das Wandergebiet hier rund um den Mittelpunkt Deutschlands hinweisen. Etwas weiter stehe ich wieder am Ufer der Geislede, wo sich der Fluss in ruhigen Bahnen teilt und das Wasser gelassen unter kleinen Brücken hindurchfließt. Während ich gelassen dem sanften Murmeln des Wassers lausche, genieße ich auch hier diesen malerischen Abschnitt des Weges. Auf dem Weg Richtung Heiligenstadt setze ich meine Wanderung an diesem Mittag nun fort. Im Sonnenschein verleitet manch eine Bank schon zu einer kurzen Rast. Einige hundert Meter weiter ändert sich das Bild der Geislede abrupt. Plötzlich fließt der Fluss wild und mit beeindruckendem Gedöse unter einer Brücke hindurch. Kleine Wasserfälle formen sich und die Kraft des wilden Wassers hat die Brücke stark unterhöhlt, sodass sie beinahe einsturzgefährdet ist. Die Szenerie wirkt faszinierend und gleichzeitig eindringlich, während ich diese kraftvollen Naturgewalten betrachte. Unter dem lauten Gedöse des wilden Wassers zieht ein Flugzeug schon fast ruhig seine Bahnen am tiefblauen Himmel. Einige Wasserfälle folgen noch, bevor das Wasser dann wieder in ruhigen Bahnen neben mir dahin fließt. So langsam komme ich auf meiner Wanderung Heiligenstadt näher und wer will, kann hier auf Anfrage auch einige Forellen mitnehmen. Während ich meinen Weg fortsetze, begegnet mir ein Reiter, der die malerische Umgebung zu Pferd erkundet und am Flussbett liegen einige umgestürzte Bäume. An diesem Samstagnachmittag belebten auch zahlreiche Hundesportfreunde einen Platz, um mit ihren Vierbeinern zu trainieren. Hier bin ich nun auch wieder leicht links in den Wald abgebogen und es geht jetzt etwas bergauf in Richtung des Pferdebachteils. Zu meiner Rechten eröffnet sich immer wieder der Blick Richtung Heiligenstadt. Um jedoch wieder zurück nach Geisleden zu gelangen, muss ich nun eine Art Kreis hier gehen.
Hier schaue ich noch einmal nach Heiligenstadt hinüber und ich bin aber auf dem Weg dann auch schon fast unten in Richtung Neuenbrunnen angekommen und bin nun scharf links abgebogen und gehe den Berg hinauf zurück in Richtung Geisleben. Die Sonne steht nun auch schon tiefer, während ich den Waldweg hinaufgehe. An der nächsten ausgeschilderten Kreuzung entscheide ich mich, nach links abzubiegen und meinen Weg zurück nach Geisleben anzutreten. Kerzengerade führt mich nun der Weg durch den Wald, wobei hier der Waldboden an manchen Stellen etwas schlammig und rutschig ist. Als ich dann aus dem Wald heraustrete, eröffnen sich mir die Weiten des Eichsfeldes und ich kann bis hinüber nach Geisleben schauen. Die klare Sicht ermöglicht einen beeindruckenden Blick auf die Umgebung, während sich das Dorf und die Landschaft in der Nachmittagssonne abzeichnen. Der Rückweg gestaltete sich im Großen und Ganzen gut begehbar, abgesehen von einigen nassen Stellen, bei denen ich stückweise über die Wiese gehen musste. Trotz der kleinen Herausforderungen bot die Wanderung eine Fülle von Eindrücken, die die Vielfalt der Natur und die Schönheit der Landschaft rund um Geisleben auf eindrucksvolle Weise widerspiegelten. Mit dem Auto geht es nun noch durch die Ortschaft Geisleben und ich beende für heute mal wieder einen schönen Tag hier im Eichsfelder Land.